Oliver Walter. Hello again. Ja, ich weiß nicht, was ihr so in der ganzen Pandemiezeit gemacht habt, so im Lockdown. Ich hatte viel Spaß, weil ich habe ein schulpflichtiges Kind. Das heißt, ich hatte die ganzen Freuden des Homeschoolings jeden Tag. Das lief eigentlich immer nach demselben Motto ab, so gleich morgens. Guten Morgen, aufstehen, fangen wir an mit den Schulsachen. Ach nee, lass mich noch schlafen, ich habe keinen Bock. Komm jetzt, aufstehen, umso früher sind wir fertig, los. Nein, lass mich bitte noch schlafen. Steh jetzt auf, Papa. Ja, das lief jedes Mal nach dem Motto ab, aber wenn wir es dann irgendwann geschafft hatten, also irgendwann wusste mein Sohn sogar, wie man schriftlich dividiert. Ich nicht. Egal, auf jeden Fall, wenn ich dann meine Freizeit hatte, dann habe ich gerne so mir viele Videos angeschaut auf YouTube. Und dort sehr viel auch amerikanische Stand-Up-Comedy. Und von einer amerikanischen Stand-Up-Comedian fiel da ein Satz. Der hat mich erst ziemlich verwirrt und dann habe ich drüber nachgedacht, dann war er doch irgendwie sinnvoll und dann habe ich einen kompletten Text drüber geschrieben. Und dieser Satz, der mich so erst verwirrt hatte, ist auch der Titel des Textes. Er lautet nämlich: Die Welt wäre eine bessere, wenn man Frauen wie Nazis behandeln würde und Nazis wie Frauen. Wie gesagt, hat mich auch was ein bisschen verwirrt und ich dachte, gut, gehen wir es doch mal durch. Wenn wir Nazis wie Frauen behandeln würden, dann würden Nazis für dieselbe Arbeit bei gleicher Leistung 20% weniger Lohn bekommen. Einfach nur, weil sie Nazis sind. Nice! Wenn wir Nazis wie Frauen behandeln würden, dann würden wir Nazi-Witze erzählen, die überhaupt nicht lustig wären, aber alle würden drüber lachen. Was sind 5 Nazis auf einer Querdenker-Demo? Ein Kartoffelauflauf. Was ist, wenn ein Nazi aus dem Knast kommt? Schichtwechsel. Oder was haben Rechtsextremismus und ein Kreuzworträtsel gemeinsam? Beide sind nur mit guter Bildung lösbar. Wenn wir Nazis wie Frauen behandeln würden, dann gäbe es sogar ein paar Länder auf der Welt, in denen Nazis nicht Auto fahren oder wählen dürften. Wenn wir Nazis wie Frauen behandeln würden, dann gäbe es extra Überraschungseier, speziell für Nazis. Oder zumindest ein Überraschungsei. Und ihre Springerstiefel wären furchtbar unbequem. Und sie wüsste nicht, wohin mit ihren Klappmessern, weil ihre Hosen keine Taschen hatten. Wenn wir Nazis wie Frauen behandeln würden, dann müssten sie sich auf dem Nachhauseweg von besoffenen Leuten zulabern lassen. Ob sie denn nicht doch vielleicht so ein kleines bisschen Bock hätten auf Demokratie und Menschenrechte. Hey, stell dich mal nicht so an! Hält sie um für was Besseres oder wie? Und Produkte speziell für Nazis wären unverhältnismäßig teuer. Einfach nur, weil man sie braun angemalt hat. Andersherum, wenn wir Frauen wie Nazis behandeln würden, dann würde niemand behaupten, dass Frauen nicht einparken können. Sondern jede Frau, die schlecht einparkt, wäre ein bedauerlicher Einzelfall. Wenn wir Frauen wie Nazis behandeln würden, gäbe es vermutlich mehr weibliche Bundestagsabgeordnete in der Fraktion der CDU-CSU. Wenn wir Frauen wie Nazis behandeln würden, könnten Frauen den größten Schwachsinn labern und eben verbieten, sie zu kritisieren mit Hinweis auf die Meinungsfreiheit. Frauen können sagen, ich bin ja gar keine so typische Frau, aber... Und dann sowas richtig klischeehaft Weibliches sagen, ohne dass man es ihnen übel nehmen dürfte. Wenn wir Frauen wie Nazis behandeln würden, würden sie sich für besser als alle anderen halten, einfach nur, weil sie als weibliche Wesen geboren wurden. Wenn wir Frauen wie Nazis behandeln würden, säße in jeder deutschen Talkshow mindestens eine Frau. Egal, um welches Thema es geht. Was lernen wir aus diesem Gedankenexperiment? Erstens, für weibliche Nazis ändert sich nichts. Ist jetzt eher so semi-tragisch. Zweitens, zufällig als Teil der falschen, grob 50% der Bevölkerung geboren zu werden, bringt dir mehr Nachteile ein, als wenn du dich bewusst dafür entscheidest, ein Arschloch zu sein. Wow, was zur Hölle ist denn da bitte falsch gelaufen? Drittens, es geht auch nicht wirklich um Nazis oder um Frauen, sondern darum, wie wir alle, also die Gesellschaft, daran etwas ändern können. Indem wir uns angewidert von Leuten abwenden, die an Fackelmärschen vor Flüchtlingsheimen teilnehmen, statt von Müttern, die in der Öffentlichkeit ihr Baby stillen. Indem wir uns bei knappen Hetzparolen an den Kopf langen, statt bei knappem Outfit einer Frau an den Hintern. In einer besseren Welt sollten wir Nazis natürlich nicht wie Frauen behandeln. In einer besseren Welt würde es einfach keine Nazis geben. In einer besseren Welt sollten wir natürlich auch Frauen nicht wie Nazis behandeln, sondern einfach wie, naja, ich wage jetzt mal die steile These, Menschen halt. Mann, Frau, Trans, drittes, viertes oder fünftes Geschlecht mit Akkusativ nach dem Ablativ, das macht doch keinen Unterschied.
In einer besseren Welt würden alle Menschen gleich behandelt. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, oder? Dankeschön.